Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Time is brain, Zeit ist Hirn. Das ist ja so eine Faustformel in der Schlaganfallbehandlung. Das heißt also, je schneller dieser Schlaganfall behandelt wird, desto höher sind die Heilungschancen. Und nicht nur das, die Qualität der Behandlung soll ja auch stimmen. Und um das alles zu optimieren, haben sich in Hamburg drei Asklepios-Kliniken zusammengetan, nämlich die Kliniken St. Georg, Altona und Nordheidberg. Und die haben zusammen einen neuroradiologischen Verbund gebildet. Darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Harald Paukisch. Er leitet die Sektion Neuroradiologie an der Asklepios-Klinik St. Georg. Schön, dass Sie kommen konnten. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Sagen Sie, was heißt denn das für einen Patienten, dieser neue neuroradiologische Verbund, wenn er zu Ihnen in die Klinik kommt? Das bedeutet, also es ging uns bei diesem Verbund darum, dass wir für die drei Kliniken eine Abdeckung für Notfallbehandlungen, also sprich Schlaganfallbehandlung, aber auch Aneurysmatherapie, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gewährleisten können. Das gab es schon lange im Asklepios Klinikum in Altona und auch im AK Nord, also in Heidberg. Ja. Da gibt es sehr, sehr erfahrene Kollegen, die das sehr, sehr gut abdecken konnten bisher. Und ich freue mich ganz besonders, dass es halt dadurch, dass ich in St. Georg sein darf, mit diesen sehr erfahrenen Kollegen halt auch zusammenarbeiten zu können. Das bedeutet nämlich, dass wir sozusagen in diesem Verbundsystem nicht sozusagen als Einzelkämpfer fungieren, sondern zusammenarbeiten. Das heißt, wir können unsere Computer auch zusammenschalten, wir können auch mal schwierige oder besonders herausfordernde Fälle gemeinsam besprechen. Mhm. Und in dem Dienstsystem, was wir initiiert haben, ist es uns halt möglich, Fälle rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, also am Wochenende, Samstag früh, Sonntagabend, mitten in der Nacht zu behandeln und haben in diesem System halt auch die Möglichkeit, auch wenn jetzt zum Beispiel 2 Fälle gleichzeitig oder relativ nah zeitversetzt auftreten, gibt es halt auch ein, ja, man sagt auf Neudeutsch, Backup-System. Das heißt, also es gibt auch einen zweiten Kollegen im Hintergrund, der auch noch alarmiert werden kann und dann sozusagen so eine Art Feuerwehrmann auf Schicht dann auch noch ausrücken kann. Aha, das heißt ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Ihrem Einzugsgebiet wohnen würde, also rund um Ihre Klinik, dann käme ich zu Ihnen und hätte eigentlich ja den Service von 3 Kliniken. Kann man das so sagen? Das ist auf jeden Fall so, ja, besonders natürlich zur normalen Tageszeit, aber wie auch aber natürlich auch zur Nachtzeit. Also es ist wirklich möglich, dass die Kollegen, die dann in dem Dienstsystem begriffen sind, immer dann halt mindestens 2, wenn jetzt von nachts um 2 oder um 3 sprechen, die sozusagen sich auf den Rechner der jeweiligen Klinik schalten können und damit halt auch Fälle gemeinsam besprechen können, schnell besprechen können. Und halt auch gemeinsam sozusagen sich an den entsprechenden Angiografietisch stellen können. Das ist also eine Art Operationstisch, kann man sagen, wo mit Kathetern operiert wird, wo man Schlaganfälle behandelt, wo ja das Konzept gilt, Time is Brain. Das heißt also, das Gehirn hat nicht so viel Zeit zu verlieren, sonst ist der Schaden halt besonders groß. Und das ist, glaube ich, schon ein besonders gutes Konzept, was halt natürlich auch spannend ist. Mhm. Gerade jetzt auch in einer Stadt, die natürlich, was Krankenhausversorgung angeht, sehr, sehr gut versorgt ist. Aber man kann natürlich auch das Ganze immer noch besser machen und freue mich sehr, dass das so jetzt halt möglich ist. Ja, genau. Und das heißt dann also, der Patient kommt zu Ihnen und hat dann nicht nur eine Erstversorgung, sondern bleibt unter Umständen auch bis zu seiner Entlassung bei Ihnen? Ja, genau. Das Konzept sieht halt vor, dass der Patient nicht verlegt wird, mhm. Es sei denn, es sind wirklich ganz besondere Umstände. Aber vom Prinzip her ist es so, dass der Patient ich spreche jetzt mal vom Krankenhaus St. Georg, in St. Georg auch in der Notaufnahme aufgenommen wird, dort möglichst schnell und möglichst nach neuestem Stand der Technik behandelt wird und auch in St. Georg verbleibt. Ja, diese Angiografie, dieser neue Angiografietisch,
Was verbirgt sich dahinter? Das Besondere an dieser neuen Angiografieanlage ist, dass es eine biplanare Anlage ist. Das heißt auf Deutsch, dass diese Angiografieanlage kann aus zwei Ebenen untersuchen. Das heißt also, wenn wir jetzt auf diesem Angiografietisch liegen, dann kann sozusagen diese Röntgenröhre von vorne leuchten, aber halt auch von der Seite. Das bedeutet halt, wenn man sich das Gefäßsystem im Gehirn als dreidimensionales Gebilde vorstellt, also wie so eine Art Astwerk vielleicht, dann kann man sich das natürlich besser vorstellen, wenn man nicht nur von vorne guckt in dieses Astwerk, sondern auch von der Seite. Und dadurch kann man sich besser vorstellen, wo ist jetzt eigentlich der Verschluss, wenn es jetzt gerade so eine Verästelung ist, dann ist es viel besser vorstellbar, wenn es zum Beispiel drei oder vier Äste sind, wenn ich nicht nur eine Ebene habe, sondern aus zwei Ebenen gucken kann, dann fällt mir das doch viel, viel leichter, es geht viel schneller und natürlich auch viel sicherer zu untersuchen und zu behandeln. Ja, stelle ich mir das so vor, dass Sie die Bilder nacheinander sehen, einmal von vorne und von der Seite, oder stelle ich mir das vor als ein kombiniertes 3D-Bild, wie man das so manchmal schon sehen kann bei Animationen? Ja, die Antwort ist eigentlich beides. Also wir machen auch dreidimensionale Aufnahmen. Also das Gerät ist dazu in der Lage, so eine Art CT auch zu fahren und das Ganze dreidimensional darzustellen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, bei einer monoplanaren Anlage, das heißt eine Anlage, die nur aus einer Seite durchleuchten kann, das sind halt viele Angiografieanlagen, auch moderne Angiografieanlagen, da ist es halt so, dass man nur von einer Seite gucken kann. Das heißt, wenn ich das Gehirn mir dann anschauen möchte, dann muss ich praktisch von vorne durchleuchten, muss dann aber diese Röhre fahren, sagen wir dazu, also zur Seite fahren. Das ist ein Zeitverlust, das heißt, ich brauche eigentlich doppelt so lange, um diese Untersuchung weiterzuführen. Und es ist halt oft so, dass es sehr sinnvoll ist, gleichzeitig aus zwei Ebenen zu gucken. Ja. Und dieses gleichzeitig gucken bedeutet einfach auch schneller zu sein. Und zwar im Idealfall doppelt so schnell zu sein. Jetzt frage ich mal ganz platt, wonach suchen Sie denn dann? Wir suchen halt, wenn es jetzt um die Schlaganfallbehandlung geht, dann suchen wir nach der Stelle, wo der Gefäßverschluss sitzt, also wo das Blutgerinnsel sitzt, was zum Beispiel vom Herzen dort zum Gehirn, ich sage jetzt mal, geschwommen ist und dort ein Blutgefäß verstopft. Und das andere ist natürlich, wir können auch mit diesem Gerät halt Aneurysmen behandeln oder andere Gefäßfehlbildungen, die zum Beispiel geblutet haben, wenn es halt eine Notfallbehandlung ist, oder halt aber auch bei Patienten, die jetzt sozusagen geplant kommen, wo man zum Beispiel in einem MRT oder auch in einer CT-Untersuchung gefunden hat, dass es dort eine Gefäßaussackung, also sprich ein Aneurysma gibt, dann kann man halt ganz geplant und in Ruhe unter sehr, sehr guten Bedingungen mit dieser hervorragenden Anlage halt diese Erkrankung dann sehr präzise, also in Millimeterarbeit, sehr gut behandeln. Wenn man jetzt mal bei dem Schlaganfall bleibt, ist dieses Sichtsystem dann auch sozusagen das, womit Sie behandeln, also wo Sie dann draufschauen, um zu sehen, wie Sie den Thrombus wieder rausbekommen aus dem Gefäß? Ja. Ja, genau. Und wie funktioniert das? Mit welchen Gerätschaften man sie? Ja, mit welchen Gerätschaften man den dann rausholt. Oder eigentlich heißt es ja, man löst immer erstmal auf. Aber ich glaube... Genau, ja, das, vielleicht können wir auch von daher mal loslegen. Ja. Also die meisten Schlaganfälle, wenn es jetzt sich um einen Gefäßverschluss handelt, dann ist es ja praktisch ein Gerinnsel, was ein Gefäß verstopft. Und dieses Gerinnsel kann man halt auflösen. Da gibt es, das wird in den meisten Fällen halt passiert das durch den Nervenarzt, der den Patienten als erstes sieht. Der gibt heutzutage ein Medikament, eine IV-Lyse. Das heißt also, dass man durch die Vene, also durch eine einfache Kanüle, die man in die Vene einbringt, kann man ein Medikament spritzen, was dieses Gerinnsel dann auflösen kann. Und wenn es ein kleines Gerinnsel ist, dann gelingt es auch sehr, sehr gut. Wenn man aber es mit einem größeren Gerinnsel zu tun hat, dann ist das Ganze dadurch limitiert, dass einfach das Gerinnsel zu groß ist, als dass sozusagen dieses Medikament überhaupt wirken kann. Mhm. Weil es muss ja in das Gerinnsel praktisch eindringen, bis sich das Gerinnsel auflösen kann. Das Gehirngewebe hat nicht so viel Zeit sozusagen, damit sich das Gerinnsel
auflöst. Also ja. Es ist halt auch in unserem Körper gibt es halt ein System, was auch dazu von sich aus in der Lage ist, so ein Grinsen wieder aufzulösen. Aber oft ist es dann so, wenn man am nächsten Tag den Patienten wieder untersuchen würde, hätte sich das Grinsen dann aufgelöst. Aber in der Zwischenzeit ist natürlich das Gehirngewebe abgestorben. Ja, und, wir haben aber sozusagen die Chance, da das Hirngewebe eine gewisse Zeit halt auch überleben kann. Muss ich das vielleicht so vorstellen, ich sage das, das ist immer so ein Beispiel von mir, ich weiß nicht, ob das so besonders ein besonders gutes Beispiel ist, aber wenn man sich vorstellt, man ist sozusagen von einer Lawine verschüttet, dann hat der Skifahrer halt auch eine gewisse Zeit, das Ganze sozusagen zu überleben, bis sozusagen der Lawinenretter kommt und wieder ausgräbt. Das ist, wenn man sich das bei dem analog bei einem beim Gehirngewebe so vorstellt, dass das Gehirngewebe eine gewisse Zeit hat, um zu überleben, bis sozusagen die Rettung kommt, dann gilt es halt einmal schnell zu sein. Ja. Auf der anderen Seite sind halt die Voraussetzungen müssen halt auch stimmen. Das heißt, wenn man Glück hat, ist es halt so, dass die Anatomie des Patienten halt auch dazu geeignet ist, dass solches Hirngewebe halt länger überleben kann, spricht dann von einer Kollateralversorgung. Das heißt also, dass andere sozusagen Blutgefäße auch noch etwas Blut sozusagen beisteuern zu dem Gewebe, was jetzt sozusagen den Hauptzufluss nicht mehr hat und kann sozusagen eine gewisse Zeit überleben. Jetzt, was mich natürlich am meisten interessiert, ist, Sie haben da ja was mitgebracht, womit Sie ja auch helfen. Ja. Und den Thrombus wieder rausbekommen. Richtig. Aus dem Gehirn. Wie funktioniert das? Ja, ich habe mal die zwei Hauptgerätschaften eigentlich mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht auch mal ganz anschaulich. Ja. Das eine, ich fange vielleicht mit diesem hier an, das ist so eine Art Reusenfischen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen norddeutsch an die Sache vielleicht rangeht. Genau. Und so ich lege das mal so etwas hier auf meinen blauen Ärmel. Das ist wie so eine Art Reuse hier. Das ist aber auch ein ganz weiches Metallgeflecht. Das wird über einen Katheter sozusagen in die Gehirnarterie, die betroffen ist, vorgebracht. Das ist dann gar nicht so breit, wie es jetzt hier ist, sondern das ist eigentlich, wenn ich hier so mit dem Finger drauf gehe, kann man sich vorstellen, sehr, sehr flexibel. Das ist praktisch wie in einer Art Hülle, in einem Katheter. Das soll jetzt mal hier dahinter dieser Katheter sein. Da drin ist das sozusagen verpackt und ich kann das praktisch nach in diese Gehirnarterie bringen, die jetzt im Fall zum Beispiel der mittleren Hirnarterie, die oft halt betroffen ist. Das ist ein Gefäß, was typischerweise 3 mm breit ist. Das kann man da sehr gut halt dorthin bringen, zieht dann diesen Katheter zurück. Dadurch wird diese Reuse sozusagen, dieser Stent Retriever ist das eigentliche Wort dafür, wird dann freigesetzt, drückt sich dann in dieses Blutgerinnsel hinein, wenn das alles auch so klappt, wie man sich das dann vorstellt. Und dann kann man praktisch, ist halt dieser Draht hier hinten dran, man kann dann sozusagen diese Reuse dann wieder wie beim Fischen wieder einholen oder einfangen. Ja. Und kann dann sozusagen auch an diesen Führungskatheter, sagen wir dazu, kann man auch eine Saugung anschließen, also kann sozusagen noch mit einem Unterdrucksystem arbeiten, um das Ganze dann wieder einzuholen. Typischerweise gehen wir halt über die Leiste vor. Mhm. Das kennen vielleicht viele Patienten auch von Herzkatheteruntersuchungen. Da wird auch viel über die Leiste gearbeitet, aber auch über den Arm. Das können wir prinzipiell auch tun. Leiste ist aber sozusagen die bevorzugte Herangehensweise. Mhm. Das andere System, was ich mitgebracht habe, das ist also dieses Stent Retriever oder dieses Reusenfischen, das gibt es schon ein bisschen länger. Mhm. Und das andere sind Katheter, die sich jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Man wundert sich eigentlich, dass das so ist, weil es sieht jetzt erstmal so aus wie ein etwas silbrig glänzender Katheter. Ja. Ich kann es vielleicht nicht ganz so gut sagen, aber wenn ich jetzt hier so ein bisschen hier so eine leichte Drehung hier mache, kann man sehen, wie weich das hier vorne ist. Ja, ne? Wie flexibel. Und wenn ich das jetzt sozusagen noch aus einem, meistens haben wir das in so einer Art Wasserbad liegen, dann ist das noch viel weicher und schlüpfriger und glitschig. Und halt auch, man muss da halt auch so ein bisschen fingerfertig sein, um das überhaupt in das Kathetersystem hinein glitschen zu lassen. Mhm. Aber das Gute ist halt, wenn man sich vorstellt, dass natürlich Hirngefäße sehr, sehr empfindlich sind, dass man mit diesem Katheter auch wenig Schaden anrichtet. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wir sind also mit diesem neuen Kathetersystem dazu in der Lage, sehr sorgfältig zu arbeiten. Und es gibt es halt auch in
meistens halt in zwei verschiedenen Größen, etwas größer und breiter und halt noch etwas schmaler. Das heißt, wir können damit halt in diese Hauptgefäße kommen, also sprich zum Beispiel in die mittlere Hirnarterie oder auch in die Hirnstammarterie. Wir können halt aber auch noch weiter in die sozusagen in die Peripherie kommen, also in die weiter außen gelegenen Gefäßabschnitte. Nur die ganz kleinen Gefäße, da ist das oft nicht sinnvoll, das mit einem Katheter zu machen. Da ist halt diese IV-Lyse, was ich eingangs gesagt hatte, eigentlich das Hauptmedikament oder die Haupttherapie, die dafür sozusagen vorgesehen ist. Und wie lange dauert dieser Eingriff jetzt mit dem einen oder mit dem anderen? Das ist eine gute Frage. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Also es kann sein, wenn wir optimale Bedingungen haben, dass das eine Geschichte ist, die vielleicht auch nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde dauert. Es kann aber durchaus auch mal länger dauern. Wir versuchen eine Einschätzung vorzunehmen. Das heißt also vor der Therapie, vor dieser Behandlung mit diesen Systemen ist halt die Diagnostik geschaltet. Das heißt, ein Patient, der mit einem Schlaganfall in die Klinik kommt, erhält als erstes halt natürlich eine kurze Untersuchung durch den Nervenarzt. Danach ein CT, so schnell wie möglich. In diesem CT, da gibt es drei Formen. Das eine ist halt ein natives CT, das heißt ein CT ohne Kontrastmittel des Kopfes. Darin können wir als erstes ausschließen, dass der Patient eine Blutung hat. Das ist ganz wichtig. Etwa jeder sechste Patient, der einen Schlaganfall, also als Oberbegriff der Erkrankung hat, der hat eine Blutung. Das muss man erstmal ausschließen, weil wenn er eine Blutung hat, kann ich nicht diese IV-Lyse-Therapie machen, weil das ja die Blutung noch verstärken würde. Ja. Wenn ich das ausgeschlossen habe, dann kommen sozusagen nochmal die weiteren Spezialuntersuchungen. Ja, meine Frage zielte darauf ab, wie lange dauert es, die Katheter in das Gehirn einzuführen, den Thrombus zu finden und wieder rauszuziehen. Ist das eine Sache von Minuten? Das kann eine Sache von Minuten. Nach all den Voruntersuchungen? Ja, das kann eine Sache von Minuten sein. Ja. Das kann aber auch sich bis zu einer Stunde, anderthalb Stunden, aber auch mal zwei Stunden oder sogar auch mal länger hinziehen. Das Wichtige ist, dass man halt weiß, auch nach dieser Zeit ist es sozusagen nicht zu spät. Wenn man sich vorstellt, dass es diese Umgehungskreisläufe gibt und dass halt Hirngewebe sozusagen, das ist wieder das Beispiel mit dem Skifahrer, der unter der Lawine liegt, der hat ja auch eine gewisse Zeit, die er das überleben kann. Das können durchaus auch Stunden sein. Wir sprechen da so von diesem 4,5-Stunden-Fenster. Das ist heutzutage sogar erweitert worden auf 6 Stunden. Es gibt auch Studien dazu, dass man sozusagen noch länger Zeit hat, sinnvoll einen Schlaganfall mit solchen Kathetersystemen zu behandeln. Und dazu dienen halt diese Spezialuntersuchungen, die uns halt helfen. Das ist also einmal diese CT-Perfusion, also eine Durchblutungsmessung des Gehirns, was auch sehr schnell geht. Also im Anschluss an diese erste CT-Untersuchung direkt hinten angeschlossen, auch mit Kontrast, dann mit Kontrastmittel, was über die Vene gegeben wird. Und die CT-Angiografie. Dabei stellen wir praktisch die Hirngefäße und auch die Halsgefäße dar, um zu sehen, wie ist die Situation, wie sehen die Gefäße aus und wo ist der Verschluss. Herr Dr. Paukisch, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!